Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich habe vorhin festgestellt, meine Audio war irgendwie nicht mehr ganz so knorke. Und ich habe herausgefunden, mein PC hatte einfach seit dem letzten Update, weswegen die letzten paar Folgen Daggerfall wahrscheinlich mit so einer schlechten Audioqualität, so was Mikrofon angeht. Der hat einfach mal von meinem Hauptmikrofon umgestellt gehabt auf das Mikrofon, was von meiner Facecam, vom Razer Q, einfach darauf umgestellt, wo gar keine Filter oder sonstiges drauf sind. Und was auch nicht über Sonar läuft und so weiter. Das ist einfach, ja, schlechte Quali halt aufnimmt, wo es wieder am Hallen war und so weiter. Dafür entschuldige ich mich auf jeden Fall. Jetzt müsste es wieder über mein Razer Siren laufen und deutlich bessere Audioqualität jetzt geben. Okay, hier oben haben wir alles. Da haben wir auch alles. Dann gehen wir mal die andere Treppe hier hoch. Und ja. Und heute, wo diese Folge hier jetzt rausfällt, die rauskommt, wo ich hier aufnehme, am 4. Mai müsste das hier jetzt sein. Also, ja. Ach, hier sind die alle umgebracht worden von dem. Okay. Schnappen wir uns den da gleich. So, das müsste jetzt eigentlich dann am 4. Mai kommen. Diese Folge hier. So, was können wir wegschmeißen? Lever, auf jeden Fall. Alles, wo Lever draufsteht, kann weg. So, was habe ich hier noch zum Wegschmeißen? Die Dinger. Das wiegt hier 5,5. Also die können auch weg. Auch immer noch nicht. Die Leverhelm noch. So, dann können wir das wegschmeißen. Im Wagen haben wir ja auch keinen Platz mehr. So, worauf ich jetzt die ganze Zeit hinaus wollte, ist 4. Mai, mein Geburtstag. Da mache ich auf jeden Fall noch einen Geburtstagsstream. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, wo geht's hier nochmal hoch? Nach oben? Irgendwie ein Weg? Hier vielleicht? Ja, hier. Hier geht's nach oben. Und dann da hinten. Links und rechts nochmal schauen. Da geht's auch nochmal nach oben. Aber hier gibt's nichts. Dann gehen wir mal dahin. So, okay, noch ein neuer Bereich. Der kommt jetzt direkt auf uns zu. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen gar nichts mehr mit, außer vielleicht Geld. Das ist ja der nächste. So. Dann alles, was Iron ist, packen wir jetzt weg. Iron. Iron. Das weg. So. Also den Rest von ihr noch. Ne, haben wir ja schon. Okay, hier gibt es nichts. Ich hoffe jetzt wirklich, dass die Tonaufnahme von meiner Stimme besser klingt als die letzten Tage.
Weil, wie hätte ich das auch sehen können, dass mir mein PC nach dem letzten Update okay, Geheimtür. So. 4 Gold werden. Okay, dann halt nicht. So, die packen wir mal weg und nehmen das mit. Ich merke schon, da könnte vielleicht ein etwas stärkerer Gegner sein. Achso, hier ist auch noch so einer. Der geht aber schnell. Achso, ich dachte schon. Oh, ein Vampir. Ist doch ein Vampir, oder? Ancient Vampir. Oder Ancient. Das nehmen wir mit. Tauschen das gegen das. Ja, wir haben noch. Okay. Oh, der drauf. Und vor mir ist noch ein Vampir. Noch eine Map. The Scrap of Patron shows the location of Ruins of Heartfeed Palace. You record it on your map. Achso, ein Gargoyle war das eher. Ja. 666, das war schön, die Zahl. So, was haben wir hier? Und hier. Elden. Okay, dann packen wir das weg. Und das. Nehmen dafür das mit. So. Wir können hier eh nicht mehr genug mitnehmen. Das haben wir, glaube ich, das Item, was wir brauchen. Da haben wir das. Haben wir hier jetzt alle? Den haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Okay, Gargoyles haben nichts. Hier ist ja noch einer. Gibt es hier noch mehr Türen? Die hatten wir auch. Wahrscheinlich nach unten. Oh, hi. Autsch. So, was haben wir hier mit Zielsaber? Können wir gut verkaufen. Okay. Aber hier ein neuer Bereich mit... Achso. Da war der Schlingel. So, vielleicht noch mal kurz das. Weil Ausdauer geht auch schon zur Neige. Wie geht's meiner Verfassung? Okay. Hä? Ich dachte, ich hätte gedrückt. Da ist der nächste. Jo, den nehmen wir mit. Eine Palme? Was soll ich mit einer Palme? Dran wedeln? Hier schon? Ne, hier waren wir noch gar nicht. Oh, geht kaputt.
So, noch ein Mithril Saber. Was ist hier? So, den können wir wegschmeißen. Dafür nehmen wir den mit. An sich schmeißen wir gerade so viel guten Stuff weg. Wo ich mir wünsche, ich hätte vielleicht einen größeren Wagen. Ist hier irgendwo eine Geheimtür aufgegangen? Ich habe jetzt keine Ahnung, wo was jetzt aufging. Oh. Ja. Okay, interessant, wo wir jetzt hier sind. So. Nein. Ah. Da ist der Übeltäter. So, was hat er denn hier? Oh, die Arme. Ich denke, ich vermute, die ist schon längst tot. Equip. Definitiv. Warte mal, hat die Moven. Steel kann weg. Steel. Steel. Und das equippen wir jetzt. Alter, geil. Jetzt sind wir soweit. Okay, hier geht's weiter, aber ich will die anderen Türen nochmal. So, Geld nehmen wir mit, definitiv. So, komm. Wert 1500 nehmen wir mit. Ebony Claymore. Ah, schade. Aber behalten wir. Definitiv. Ist nur schade, dass das ein Zweihänder ist. Da hinten war aber irgendwo. Oder. Wo waren das? Hier? Von wo kamen wir? Von hier. So, der kommt jetzt runter. Und jetzt nochmal hoch. Hier haben wir ja noch eine Etage vergessen gehabt. Hier. So, der hat eine Map. A freshly drawn map indicated the long lost location of Hawkwing Tower, which you copy down. Und die nehmen wir mit. Jo, wie viele Knochen hier einfach rumliegen. Eine Mumie! Autsch! Nein, weg! So, Vampir haben wir gekillt. Toll, können wir auch nicht mehr mitnehmen. Dann das weg und das mitnehmen. So, vielleicht jetzt mal ein Safe Game. Zur Not. Ich glaube hier, wegen Vampir, machen wir mal auf die 3. Wie sieht es mit meiner Gesundheit aus? Okay. Dann resten. Resten wir mal hier. Hier können wir resten. Ja, du bist mir egal. Du gehst schnell kaputt. So.
Und dann noch einmal. Autsch. Ebony Saber. Warte mal, was können wir wegschmeißen? Remove. Elden, Dwarven, Silver. Die Chain-Dinger. Was wiegt der? 2 Kilo. Da sind wir jetzt schon mal ein bisschen. Also, den hatten wir. Ein bisschen besser aufgestellt. Wenn wir jetzt schon die Ebenerz-Dinger haben können. Na, da, wenn das hier nach unten geht, dann wollen wir da nicht. Da kommt's schon. So. Und ab nach oben. Ah, hier waren wir schon. So, die Frage ist, kommen wir von hier jetzt wieder zurück? Raus? Glaube nicht. Wo waren da? Komm, gehen wir mal da drauf. Und jetzt einmal nach ganz oben. So, mal schauen. Wo kommen wir wieder raus? Ach, wir sind wieder hier ganz am Anfang. Ich glaube, der einzige Ausgang hier ist tatsächlich der Weg, wo wir gerade da waren. So, schnell. Achso. Ich renne gegen die falsche Wand. Hier nämlich. So, und wenn wir jetzt hier geradeaus gehen und dann links, müssten wir irgendwann rauskommen. Ich glaube hier rum sogar. Ja. Und da ist noch eine Treppe. Aber mal schauen, vielleicht hier ist sogar noch eine Tür. Mit noch ein paar Toten. Aber hier waren wir schon. Hat bestimmt irgendwer wieder abgeschlossen. Und dahinter ist auch noch ein Weg nach oben, wo wir noch gar nicht waren. Okay, irgendwo ballern die sich ab. Hier wahrscheinlich, ne? So. Ah, toll. So, dann das, das, das. Elven Saber. Den könnten wir mal mitnehmen. So, hier haben wir nochmal Geld und den. Sonst scheint hier, glaube ich, nichts zu sein. So, wie sieht es hier hinten aus? Ist leer. Okay, schauen wir mal, wo geht's zurück. Genau hier und dann hier rum. So, jetzt sind wir in dem noch vertrauten Gebiet. Einigermaßen. Hier müssen wir jetzt wahrscheinlich geradeaus durch und dann hier. Also hier jetzt rechts abbiegen. Ja, wir sind wieder, genau. Wir sind im richtigen Bereich. Dann glaube ich hier.
Ja. Und dann hier lang. Da, wir sind wieder zu Hause. Oder nicht zu Hause, aber wir sind draußen. Someone clears the underbrush here. Okay. So, mal schauen, wo muss ich jetzt hin? Has sent me to Castle Lutchridge in Icalon to find a certain mark the Necromancer stole from the Underking. I have 320 days to find and return the mark. So, wo war denn das nochmal? Hier auf jeden Fall ein Sentinel. Irgendwo in dem Gebiet. Wie hieß der Ort nochmal? Ach, das war eher sowas in der Richtung. Ne, jetzt ernsthaft, wo waren das? Irgendwas mit B hieß wo haben wir das? Bakakawan war das nicht? Was das hier? Bubandanis? Bubisi Data, okay. Bagilidisu? Umbandadisu? Irgendwie so. Hab ich noch den Brief? Umbandadisu, genau. Auf nach Umbandadisu. Umbandadisu, genau. Ach, da wartet. Ja. Und los. Jo, da hat es jetzt aber ordentlich geruckelt. Und dann dahin. Wo war jetzt die Person? Er war das, ne? Well done, Max. Let me cast this spell upon the mark. There. The mark is now safe and yours to keep. Not even death can hide a true descendant of Tiber Septim from the Underking. King Lysandros did not die in the Battle of Tryngain. He was slain by a treachery before it. The monument to him in Hyrak is an empty tomb. His remains were secretly taken to an ancient tomb in Menevia, which will now reveal to you. I do not know who betrayed Lysandros or why his spirit haunts the city of Daggerfall and not the battlefield of Tryngain. I have kept my part of the bargain and you have earned the gratitude of the Underking. Alles führt nach Menevia. Alles führt uns dahin. Equip. Komm, machen wir mal. Info will ich aber gerne mal wissen. Mark, Condition New, Worth. Okay, Item Powers, Powers Unknown. Ja, dann unequip. Können wir verkaufen. Also, war. Wollte ich jetzt nicht. Aber echt, alles führt nach Menevia. So, erst einmal gehen wir zurück in die Hauptstadt Sentinel und können da verkaufen. So, einen Moment. Wo haben wir denn Menevia?
Also ich sehe bis hier, Menevia. Alles führt hierhin. In die Nähe von Rayrest. So. Gehen wir mal ordentlich Richtung Süden. Steht hier irgendwas dazu? Nee. Aktuell nicht. Okay, dann. Ich glaube, nächster Ort, wo wir hingehen, ist Menevia, wirklich. Also, wenn alles dahin führt, alle Wege von Daggerfall haben wir mehrmals, ne, in Daggerfall haben wir Menevia mitbekommen, in Varys haben wir Menevia mitbekommen, hier in Sentinel haben wir jetzt zweimal Menevia mitbekommen, von den Nekromanten haben wir Menevia mitbekommen, wo auch immer die nochmal waren, habe ich total vergessen, bin falsch abgebogen. Hier können wir jetzt schon mal anfangen, alles zu verkaufen an Ingredients. Achso, wir haben keine Ingredients mehr. Genau. Haben wir ja weggeschmissen. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Okay, dann läutern wir 3 Stunden. Und mal schauen, wie viel Geld wir jetzt von dem netten Herrn hier bekommen. Ey, ich freue mich gerade wirklich, dass wir den Ebenerz-Ding da haben. So. Hier können wir jetzt ordentlich verkaufen. Seht ihr das da oben? Was ich da an Geld kriege jetzt? Wie soll ich das bitte tragen? Wir sind gleich bei 100.000. 100.000. Alter, was? There's not a big market for this, but I can sell it. I'll give you gold pieces, a perfectly fair price. Ja, komm. You are paid with a letter of credit. Wie credit? Was soll ich jetzt mit diesen Credit Lettern? Oh, wir müssen wieder handeln. Kann ich hier das alles mal einzahlen? 8, 3, 0, 4, 6. You do not have enough gold. Kann ich nichts? Was soll ich mit diesen Credit-Dingern da machen? Kann ich die usen? Info. Letter of Credit 15.385 und hier ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hier noch irgendwas verkaufen oder einkaufen vielleicht sogar. Ihm irgendwas andrehen? Ja, hier. Okay, für ihn habe ich nichts im Wagen. Was habe ich denn noch im Wagen?
Das Gold, okay. Dann warte mal, wir müssen... Your Inventory und... Komm, wir packen alles mal in den... Ne, warte, was haben wir noch? Wagen haben wir nichts. Wir haben noch so ein Ding, okay. Dafür gehen wir mal zum Pfandverleiher da hinten. Hier, das. Na, aber echt, was soll ich mit diesen... Ja, wie heißt das jetzt? Also... Diesen Credits... Ah, ne, warte, was konnten wir noch mit dem? Ah, der kann nichts. Wir müssen irgendwas... Wir müssen mal schauen, was wir irgendwas mit den Sachen anfangen können. Mit diesen Zetteln. Alter, manche im Claymore. Ne, wir haben eben Erz, Ebony. Ach komm, wir packen das mal da rein, das auf. Und die 24260 auch noch da rein. So. Und hier haben wir auch noch mal Withdraw. 2, ne, warte. Wir können 35000. Und das auch noch in den Wagen ballern. 35000. Wird jetzt erstmal ein bisschen. Nein. So, Banking, Withdraw. 35000. Und nochmal in den Wagen. So. 35000. Und dann hier. Wagen. Gold. 35000. Banking. Withdraw. 35000. Das wird jetzt ein bisschen dauern, tut mir leid. Aber wir wollen ja unser Gold hier mitnehmen. Auch wenn das die ganze Zeit so umständlich ist, aber... Ich weiß sonst gar nicht, wie ich das machen kann. Ohne dieses komische Papier hier mitzunehmen, diese Dinger. So, nochmal 35000. So, Wagen und so. 35000. So, das war jetzt das letzte Mal. Ne, doch nicht. 35000. 35000. Es hat jetzt aber länger gedauert, als ich gedacht hatte. So. Und unser Wagen ist auch schon fast voll. Jetzt 12045.
Und dann wollen wir jetzt endlich mal nach Menevia. So. Was wäre hier denn die Hauptstadt? Ich glaube, wir gehen mal hier hin. Ach krass, hier sogar direkt am Wasser unten. Das ist ja cool. So, okay. Dann machen wir hier ein Safe Game auf die 1 wieder. Also, ja, wir müssen wieder hunten. Wir sind gesundheitlich sehr, sehr kaputt. So. Paar Unschuldige. Wir kriegen dafür ja keinen Ärger, solange wir Werwolf sind. So, und dann wieder zurück. So und so. Zwei Sachen von Dingens hier, von den Dwemern, hier Zwergen haben wir noch. Und wir sind sonst jetzt gemischt relativ. So, wo waren jetzt die Läden? Da hinten. So, was haben wir hier? Ein General Store. Boah, die Musik nervt. So, was können wir hier kaufen? So. Der nächste wäre da hinten. So. Adamantium-Katana. Oder den Peril Cloak. Komm, wir kaufen den sogar. Wir haben das Geld. Ja, wir kaufen das. Hat was? You have bargained me long and hard, next deal second. Let us be done. I would normally charge more, but for you I only ask one gold. Truly it is, but pittance. So, wenn wir das hier so ein bisschen drücken, können wir ja so ein bisschen ändern. Wird das so lassen. Hat was, finde ich. So, sonst hat er ja nichts, was wir haben können oder brauchen. Okay, wo wäre denn nächste größte Stadt nordwestlich von hier? Alles klar, dann komm, wir machen so mit Karren. Und machen hier auch noch ein Saving. Aber hier, während wir auf der Reise sind, auf die 4. Und dann schauen wir mal, was uns hier jetzt in Menevia erwartet. Okay, schneller kann ich jetzt auch nicht. Okay, aber das geht hier schon sehr, sehr steil bergauf. Krass, wie weit man eigentlich schon sehen kann. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht durch die Map. Und es geht ja da hinten noch höher. Okay, da bin ich jetzt gespannt, wo jetzt die nächste gelegene Stadt sein soll. Okay, noch ein bisschen weiter.
Ich würde sagen, nord-nordwestlich ist das insgesamt. Nord-nordwestlich ist das hier, glaube ich. Das wäre exakt nordwestlich und das wäre nordwestwestlich oder so. Oder Nordwest. Nee, keine Ahnung, wie spricht man das denn aus? Mit schade, dass ich jetzt nicht schneller reiten kann. So, Common Citizen, Healthy. Jetzt habe ich die Uhrzeit nicht ge gelesen. 15:41 Uhr. So, wie weit sind wir jetzt? Immer noch im selben Pixel. Aber ich wette, ich glaube, zu Fuß sind wir schneller. Warte mal, in-game 15:41 Uhr und real life. Hier oben sieht man ja meine Uhrzeit. Das wäre jetzt echt krass gewesen, wenn das jetzt 1:1 so gepasst hätte. Achso, ich dachte schon, das wäre jetzt die nächste Stadt. Das ist nur der Horizont. So. Können wir von hier aus schon die nächste Siedlung sehen? Von hier oben? Irgendwo? Weil wir ja schon relativ weit oben sind. Irgendwo muss es doch eine vernünftige Aussicht geben. Warum hat es jetzt geruckelt? Wir sind immer noch in Menevia. Ah, okay. Jetzt nur noch straight nach Norden. Ich glaube, da hinten sehe ich schon Häuser. Und bisher auch noch nicht angegriffen. Ist aber auch schon ein bisschen weit der Weg. Finde ich auf jeden Fall. Ah, wir sind. Ah, hier. Da ist es. Immer mal wieder M drücken, dann kommt man an so einem Ort an. Tembron. Haben wir erreicht. So, was mich jetzt aber interessiert, hier. Hier geht dann auch langsam alles runter. Glaube ich. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern. So, einladen haben die da hinten. Der General Store, genau. So, irgendwas Gutes muss er doch haben, oder? Hat er aber nicht. Ich würde sagen, aber die nächste Siedlung ist vielleicht das hier, Hockenkirt. Würde ich mal vermuten. Machen wir per Schnellreise. Nope.
Old Elisa Farm, nee. Lysandos Tom. Hier, Safe Game auf die 4. Alles hat uns ja hierhin geführt. Und ich glaube... Okay. Jetzt bin ich gespannt. Hier sind noch andere Gegner. Jo, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Komm, das nehmen wir auch mit. Okay, wahrscheinlich führt das alles hier im Kreis. Oder doch nicht. Waren da jetzt aber auch Geheimtüren irgendwo? Nö. Die Dinger lassen wir hier. Keine Ahnung, was wir da gerade hören für ein Viech, aber... Hört sich nach einem Werbären oder sowas an. Achso. War doch eher ein anderes Viech. Was ist das? Lever. So, jetzt bin ich gespannt. Gut. Achso. Okay, die Dinger nehmen wir mit, weil die viel wert sind. So, was sagt denn die Map? Irgendwas übersehen, vergessen, was auch immer? Nö. So, Zombie tot. Zombie tot, alle glücklich. Eine Tür. Yo. Oh, nehmen wir mit. Torsion Resist Shock. Nice. Okay, scheint ein größerer Dungeon zu sein und unser Inventar ist voll eigentlich, unser Wagen. Ich würde sagen, wir kommen hier ein andermal lieber wieder. Wenn ich weiß, wo es zurückgeht. Hier. Aber wir kommen hier zurück. Definitiv. Wo wurde was aufgemacht? Okay, irgendwo geht hier irgendwas irgendwie auf. Jedes Mal, wenn ich da durchgehe. So. Wir kommen hier definitiv ein andermal wieder. So, Menevia, hier Lysandros
Zoom. West Castle. Lass mal dahin. Die ist auf jeden Fall eine etwas größere Siedlung. Und ich hoffe, die haben hier eine Bank. Nee, aber die haben so einen Pfandverleiher. So. Müssten wir jetzt wahrscheinlich rein können. So, ich habe hier was für dich. Das, 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 das. Und im Wagen habe ich nur Geld. So, hat der hier irgendwas für uns? Nee, danke. Auch nee, danke. Bisher nichts. Aber dafür, dass das hier West Castle sein soll. Also kommt mir das doch ein bisschen kleiner vor, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, die hätten hier wenigstens eine Burg. So, da hinten, das da müsste ein Laden sein. Ist wieder so einer, aber mal gucken, vielleicht haben die was. Irgendwas Besseres als das, was ich habe. Ich erhoffe mir irgendwie zu viel, habe ich das Gefühl. So, jetzt ganz nach Norden. Da müssten jetzt drei Läden sein. Okay, drei General Stores. Wir fangen mit dem hier an. Nope. Ebony Flail, aber nope. Also zu weit weg. Nee. Dann wäre das hier der nächste. Bisher irgendwie nicht. Und der hier noch. Okay, haben die hier noch irgendwo einen Laden? Nein, die haben keine Bank. Gar keine. Was ist denn das? The Dancing Gnome Pub? Fernford. So, wo bin ich jetzt da? The Savage Stag Hotel, The Dancing Resting Tavern. Ich glaube, wir fahren erstmal nach Travenford. Ah, Travenford. Endlich mal eine vernünftige Stadt. So. Und wir werden das hier in der nächsten Folge auf jeden Fall erkunden. Travenford und Menevia. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!